Krieg tobt noch immer. Armutszeugnis für Union, Experte erklärt, warum Abschiebungen nach Syrien falsch sind. Focus on Lena, Herr Hosseini, wie beurteilen Sie den Vorstoß einiger Unionspolitiker, den Abschiebestopp nach Syrien nicht mehr zu verlängern? Abdel Hosseini, ich halte die Debatte für sehr verfrüht. Es ist ein Armutszeugnis für die Union, dass in diesem Moment über Abschiebungen geredet wird, ohne zu wissen, mit wem man in Syrien über Rückführungen überhaupt verhandeln will. Diktatorat wird auch in den nächsten Jahren in Syrien eine tragende Rolle spielen. Wollen die, die jetzt Abschiebungen fordern, mit Assad reden? Und was passiert, wenn sich Assad weigert, die Geflüchteten wieder in sein Land zu lassen? Auf diese Fragen müssen Antworten gefunden werden, bevor man über Abschiebungen nachdenkt. Focus on Lena. Ist es im Moment überhaupt möglich, Menschen nach Syrien abzuschieben? Hosseini, nein, im Moment ist es unmöglich, Menschen nach Syrien abzuschieben. Der Krieg ist dort noch nicht beendet. Eine politische Lösung für den Konflikt ist trotz vieler Verhandlungen noch nicht gefunden. Focus on Lena, aber der IS ist besiegt. Hosseini, der IS ist besiegt, aber die Ideologie ist noch immer gefährlich. Anschläge kann es jederzeit geben. Außerdem geht für viele Geflohene von Diktatorat eine große Gefahr aus. Ohne eine politische Lösung, haben diese Menschen keine Möglichkeit auf Rückkehr. Abdel Mortaleb El Hosseini, der Journalist und Publizist, beschäftigt sich mit der politischen Landschaft der arabischen Welt und den Beziehungen der Golfstaaten zum Westen. Seine Texte sind unter anderem erschienen auf Focus on Lena, in der Frankfurter Rundschau, im Handelsblatt, bei Taz, NZZ, Focus, N24, NTV, WDR, ZDF und der Deutschen Welle. Hosseini wurde 1949 im Libanon geboren. Focus on Lena, wissen das die Politiker in der Union nicht? Was steckt hinter den Abschiebeforderungen? Hosseini, das sind sehr populistische Forderungen. Hier wird seitens Teilen der Union versucht, verloren gegangene Wähler von der AfD zurückzuholen. Dafür werden die Thesen dieser Partei übernommen. Ich halte das für keine kluge Idee. Statt über Abschiebungen zu reden, sollte viel eher über eine Lösung der Syrien-Krise nachgedacht werden. Die Debatte sollte in Richtung Fluchtursachen verlagert werden, nicht auf Abschiebungen herumreiten. Focus on Lena. Ab wann können Flüchtlinge ihrer Meinung nach wieder zurück nach Syrien kehren? Hosseini, sehen Sie, wenn eine politische Lösung für den Konflikt gefunden wird, wenn ein dauerhafter Waffenstillstand unterzeichnet werden kann, dann können viele Geflohene nach Syrien zurückkehren. Aber dazu muss der Bürgerkrieg beendet werden. Deutschland sollte sich viel intensiver an einer Lösungsfindung beteiligen. Schließlich hat die Bundesrepublik innerhalb der EU die meisten Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen. Das hat das Land gespalten. Diese Krise betrifft Deutschland direkt. Aber anstatt sich an den Verhandlungen zu beteiligen, überlässt die Bundesregierung die Gespräche Russland, der Türkei, dem Iran und dem Assad-Regime. Hier den Politik-Newsletter abonnieren, Berichte, Videos, Hintergründe,
Von Montag bis Freitag versorgt sie Focus on Line mit den wichtigsten Nachrichten aus dem Politikressort. Hier können Sie den Newsletter ganz einfach und kostenlos abonnieren. Focus on Line. Wie viele Geflohene könnten denn zurückkehren, wenn eine Lösung gefunden wird? Husseini, das kann ich Ihnen so nicht sagen. Aber vergleichen Sie die Situation der syrischen Flüchtlinge mit der der irakischen. Von den geflohenen Irakern sind viele in ihr Heimatland zurückgekehrt. Oder schauen sich die Syrer an, die ihre Familien nicht nach Deutschland holen können. Die werden sicher auch zurück in ihre Heimat wollen. Im Video, Kosten von 9,2 Milliarden Euro, um Kosten zu senken. Politiker fordern härtere Maßnahmen gegen abgelehnte Asylbewerber.